Sehr verehrte werdende Mutter, sehr verehrter werdender Vater, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist uns von der Frauenklinik Bern ein grosses Vergnügen und ein Anliegen, Ihnen können die Informationen bezüglich der Geburt in der Frauenklinik zu geben. Das ist das zweite Mal, wo wir das per Stream machen. Also wir sind sozusagen fast halbe Routiniers. Und uns ist wichtig, dass wir all Ihre Fragen, all Ihre Sorgen können heute Abend Ihnen die Informationen geben. Wenn das nicht klar sollte sein, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen via geburt@insel.ch jetzt reinzugeben, während der nächsten Stunde. Und wir haben eine Regie, die eifrig die Fragen aufarbeitet, uns dann die stellt, sodass Sie alle Informationen, die Sie brauchen, überkommen. Ich wechsle auf Hochdeutsch, damit uns möglichst alle verstehen, auch die aus Übersee, die jetzt zuschauen. Und wir bleiben während dieser Veranstaltung hier in diesem Raum. Die Corona, das ist eine spezielle Zeit, wir tragen alle Masken. Aber wir haben auch die Möglichkeit über unsere Webseite, dass Sie unsere Räumlichkeiten sehen können. Wir laden Sie ganz herzlich ein, wenn Sie Zeit haben und Lust haben, kommen Sie auf unsere Webseite, dort finden Sie zahlreiche Informationen, auch interessante und illustrative Filme, die Ihnen unser Haus und die Geburt und alle Umstände Ihnen möglichst nahe bringen. Jetzt möchte ich gerne mein Team vorstellen und nur ganz kurz, ich zeige mich ohne Maske, damit Sie wissen, mit wem das ist zu tun haben heute den ganzen Abend und möchte Frau Leila Wegmüller vorstellen. Sie ist diplomierte Pflegefachfrau, genau, schon lange bei uns. Und ich übergebe dir das Mikrofon. Dankeschön. Ich bin Leila Wegmüller, diplomierte Pflegefachfrau und Berufsbildnerin auf der Mutter-Kind-Abteilung und stelle Ihnen nun Filia Leonardi vor, diplomierte Hebamme aus dem Gebärsaal. Genau, noch ohne Maske noch schnell. Genau, und ich würde Ihnen gerne Frau Muriel Monnet vorstellen, die ist Leiterin für die Anästhesie-Geburtshilfe bei uns. Guten Abend, ich werde den Marc Baumann vorstellen. Das ist einer von unseren Oberarzt in der Geburtshilfe, mit dem wir viel zusammenarbeiten. Und last but not least, die wichtigste Person, das ist die Frau Vera Liechti, unsere Moderatorin. Sie führt uns zum zweiten Mal durch diesen Abend. Es wird eben, wie gesagt, langsam zur Routine. Und wir wünschen Ihnen eine gute Unterhaltung, viel Informationsfluss. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich via diesen geburt@insel.ch. Das wird dann live bearbeitet und live beantwortet. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie auch jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt uns in der Frauenklinik kontaktieren. Ja, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Ich werde durch den Abend führen und die wichtigsten Personen, das sind die Fachpersonen hier, die werden Ihre Fragen beantworten, die Sie mir geschickt haben im Vorfeld. Ich werde versuchen, das Ganze so ein bisschen laufend einfließen zu lassen. Wir machen es so, dass wir verschiedene Themenblöcke haben am Abend und dann jeweils die betreffenden Fachpersonen hier vorne bei mir sitzen. Und wie gesagt, ich werde dann in Interviewform versuchen, dass wir all die Fragen, die Sie geschickt haben, aber auch das, was wir normalerweise an einem normalen Infoabend Ihnen mitteilen, dass wir das dort unterkriegen. Wir starten mit dem Thema Geburt, sprich Filia und Marc, ihr könnt bei mir vorne bleiben und euch setzen. So, damit wir auch hier Corona-konform unterwegs sind mit unserem Mikrofon, ist es natürlich wichtig, die Hände zu desinfizieren, Masken zu tragen und wenn möglich Abstand zu halten. Und das tun wir hier, das ist uns auch wichtig. Ja, die Geburt. Starten wir ganz, ganz am Anfang. Wenn jetzt jemand sich für eine Geburt bei uns im Haus interessiert, wo meldet man sich? Wo muss man sich anmelden? Was muss man da zu welchem Zeitpunkt tun? Also wichtig, also ich finde es immer noch wichtig, dass wenn wir jetzt die Schwangeren noch nicht kennen, also die meisten werden von auswärts betreut, von der niedergelassenen Geburtshelferin,
Geburtshelfer. Und dann finde ich es immer noch relativ angenehm, wenn man sich schon ein bisschen kennt. Also das heißt, wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen vor dem Geburtstermin, dass wir die Schwangere mal sehen, dass sie uns kennenlernt, dass wir sie kennenlernen, dass wir die Dokumente zusammentragen können. Und dann empfiehlt sich es, wenn uns die Schwangere vielleicht zugewiesen wird, sagen wir Woche 34 bis 36 Schwangerschaftswochen, damit wir uns kennenlernen und dass wir einfach alle Fakten haben. Aber es ist auch möglich, dass sie dann erst am Termin kommt oder dass sie vielleicht auch erst kommt, wenn sie dann Wehen hat. Es ist so, also wir haben zum Teil auch, sagen wir, eine Touristin auf dem Jungfraujoch, die hat Blasensprung, kommt mit Wehen, wir kennen sie nicht, sie spricht Japanisch, geht auch. Also auch sie gebärt meist völlig problemlos und ist dann zufrieden mit ihrem Kind. Aber wie gesagt, das hilft natürlich schon, wenn man sich ein bisschen kennt, dann kann man auch das Vertrauen aufbauen und man weiß ein bisschen die Lokalität, man kennt sich und weiß, okay, auf das müssen wir noch achten und auf das müssen wir noch achten. Und das können die Fragen alle geklärt werden. Das heißt, man kann sich auch einfach telefonisch melden und sagen, ich möchte mich für die Geburt anmelden oder mein Gynäkologe, der mich vielleicht sonst betreut, der kann das auch machen. Genau, genau. Es gibt beide Varianten. Idealerweise ist natürlich, wenn die niedergelassene Geburtshelferin oder Geburtshelfer die Anmeldung macht, dann haben wir alle relevanten Sachen, aber die Schwangere kann auch selber einfach anrufen bei uns auf der Poliklinik, also im Ambulatorium oder einfach der Frauenklinik und sich dann verbinden lassen und dann schauen wir, dass wir dann zu all diesen Informationen kommen. Also ist beides möglich. Ja. Und wenn man dann zu uns kommt, zur Geburt, viele, was muss man da mitbringen? Muss man sich anmelden vorher? Wo kommt man genau rein? Wie läuft das dann? Also wir sind immer sehr froh, wenn Sie sich vorher anmelden, uns kurz ein Telefon geben, damit wir uns vorbereiten können, ein Zimmer vorbereiten können, die Akte kurz durchlesen, um zu schauen, ist irgendetwas Spezielles oder haben Sie Wünsche, die Sie schon im Voraus geäußert haben. Und dann kommen Sie ganz normal in die Frauenklinik, in den Eingangsbereich, melden sich dort kurz beim Empfang an und dann kommen Sie in den Gebärsaal zu uns mitnehmen. Müssen Sie nicht so viel, beziehungsweise alles, was Ihnen hilft zum Entspannen, sei es gemütliche, bequeme Kleider, warme Socken, eine Musik oder ein Öl, das Sie möchten für die Massage, einfach alles, damit Sie sich wohlfühlen bei uns. Jetzt das Spannendste ist für viele meistens, wie sieht denn die Geburtsstation genau aus? Was hat es da für Hilfsmittel, welche Infrastruktur steht zur Verfügung? Viele, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben hier auch einige Bilder vorbereitet. Du kannst hier auf dem Pointer das nach vorne schalten. Kannst du uns da ein bisschen in die Geburtsstation mitnehmen? Also jetzt musst du mir noch mal kurz sagen, einfach da auf die Mitte. Nein, da. Auf der Seite da. Ja. Ja. Also da seht ihr die Bilder von der Geburtsstation. Wir haben 5 Geburtenzimmer. 3 davon sind mit so einer großen Geburtswanne ausgestattet. 2 sind ohne Geburtswanne, also wenn Sie sich für eine Wassergeburt interessieren oder auch wissen, ich kann im Wasser sehr gut entspannen, dann können Sie das im Voraus auch sagen und dann kann man wie schauen, dass wir ein Zimmer für Sie reservieren, wenn Sie kommen mit Wehen. Wir haben noch 4 polyvalente Zimmer, das sind Untersuchungszimmer, die sind für die Frauen gedacht ohne Wehen, sei es bei der Geburtseinleitung oder vor und nach dem Kaiserschnitt. Oder für Kontrollen, wenn sie außerhalb von der Öffnungszeiten stattfinden, dann brauchen wir diese normale Spitalzimmer. In dem Gebärsaal hat es eben meistens eine große Wanne. Wir haben auch viel Material, das hilft für die Wehenverarbeiten. Sei es diesen Meierhocker, das ist dieser kleine Stuhl, den man sieht, einen Gymnastikball, um das Becken zu bewegen, eine Matte, wenn sie gerne auf dem Boden sind. Die Räume, die sind sehr groß und sehr hell. Wir haben ganz viele Fenster, die geben aufs Grüne. Die Aussicht ist sehr schön und man hat eben ganz viel Platz, um zu bewegen. Es hat in jedem Zimmer so ein Tuch von der Decke. Das kann man brauchen, um sich festzuhalten in den Wehen, sich abzustützen. Wir haben auch ein Gebärbett, das lässt sich wie bewegen, also man kann da auch gut ganz viele Positionen einnehmen im Bett. Und wir haben auch einen Lehnstuhl für die Begleitperson, wenn sie sich mal ein bisschen ausruhen möchte. Jedes Zimmer hat auch ein eigenes WC, ein Bad mit einer Dusche,
in jedem Zimmer, auch in diesem polyvalenten Untersuchungszimmer. Genau. Genau, du sagst Badewanne, man denkt dann immer sofort an eine Wassergeburt, aber das muss nicht sein, oder? Gar nicht. Also es gibt viele Frauen, die unter der Geburt, vielleicht am Anfang der Geburt, mal in die Wanne steigen, können da gut entspannen und für die Geburt dann wieder wie ans Land möchten. Das ist alles okay. Mhm. Es muss nicht zwingend eine Wassergeburt sein. Es kann sein, aber nicht unbedingt. Es gibt auch Frauen, die gehen in die Wanne und merken 5 Minuten später, das ist nichts für mich, das ist alles ganz okay. Genau. Ein zweites Thema, das im Moment sehr, sehr viele beschäftigt, ist das ganze Covid-Thema. Also was haben wir hier für Regeln? Wann darf welche Person mitkommen? Wann muss wer eine Maske tragen? Was könnt ihr uns hierzu sagen? Also bei uns im Gebärsaal muss die Begleitperson, sei es der werdende Vater oder sonst eine Begleitperson, eine Maske tragen, immer, auch bis zur Geburt. Die werdende Mutter, wenn sie Wehen hat, muss keine Maske tragen. Also sobald sie in ihrem Zimmer ist, sei es im polyvalenten Zimmer oder im Geburtenzimmer, darf sie die Maske selbstverständlich abnehmen. Wir tragen immer eine Maske, aber die Frau, die darf sie wegnehmen. Und was passiert jetzt, wenn eine Frau Covid-positiv ist? Dann für die Geburt kann sie die Maske auch abziehen, weil das Atmen der Wehen mit einer Maske ist relativ anstrengend. Ja, ich glaube, das ist wichtig, oder? Dass die Geburt ändert für sie nichts, oder auch wenn sie jetzt positiv wäre. Wir haben ja auch viele Frauen, wir wissen nicht, oder ist sie jetzt positiv oder ist nicht positiv, nicht getestet. Oder. Und wichtig ist einfach, dass die Geburt, die bleibt eigentlich so wie immer, also für die Frau. Eben, wie gesagt, wie du gesagt hast, einschränken ein bisschen für den Partner. Und zum Beispiel, eben jetzt bei einem Kaiserschnitt zum Beispiel, wenn sie jetzt positiv wäre, die Frau, dann darf keine Bezugsperson mit, in diesem, sonst immer. Oder? Aber das ist so eine kleine Einschränkung. Und das macht auch Sinn, oder? Um die Schwangere, um das Kind, und aber auch um uns zu schützen. Das ist ein gutes Stichwort, uns. Also wie schützt ihr euch denn, wenn jetzt eine Covid-positive Frau am Gebären ist und sie ist nicht mehr mit einer Maske geschützt? Wie stellt man da auch sicher, dass das für die nächste Frau, die dann auch zur Geburt kommt, vielleicht mit dem gleichen Personal, dass das wirklich sicher ist? Also wir als Hebamme, wir sind ja viel im Kontakt mit den Frauen, also Körperkontakt können wir nicht meiden. Wir tragen aber eine Maske, wenn die Frau positiv ist, und auch eine Schutzbrille für die Augen. Wir haben eine Überschürze und Handschuhe. Ihr seid also zusätzlich geschützt, ja, und natürlich auch geübt im Umgang mit all diesen Schutzmaßnahmen. Gut. So viel zum Thema Covid. Wie immer, wenn es noch zusätzliche Fragen gibt, einfach schreiben an geburt@insel.ch. Wir hoffen, dass wir hier alles klarstellen können. Wenn nicht, wie gesagt, unbedingt nachfragen. Oder auch, wenn neue Fragen auftauchen, ungeniert nachfragen. Thema Geburtsmodelle. Es gibt bei uns ja verschiedene Geburtsmodelle. Filia, kannst du sagen, was die verschiedenen Modelle sind und wann man sich für welches Modell anmelden muss oder wann man das mitteilen muss, was man möchte? Wir haben in unserer Klinik 3 verschiedene Geburtsmodelle. Zum einen ist es die Arzt-Hebammen-Geburt. Das ist das klassische Modell, das man vielleicht kennt. Da betreut die Hebamme die werdende Mutter während der Geburt, und falls es Komplikationen gibt oder sowieso am Ende, bevor das Kind auf die Welt kommt, kommt ein Arzt oder eine Ärztin in den Gebärsaal und unterstützt die Hebamme. Das ist ein Modell, das für Frauen, die das wünschen, kann man das so aussuchen, oder auch für Frauen, die Komplikationen haben in der Schwangerschaft oder wo es beim Kind Komplikationen gibt. Dann haben wir ein zweites Modell, das ist das Beleghebammenmodell. Das gibt es bei uns in der Universitätsklinik als einzige Klinik in der Schweiz so. Wir haben 5 Beleghebammen, bei denen muss man sich sehr früh anmelden, weil sie eine begrenzte Anzahl an Frauen begleiten können. Also in den ersten 12 Schwangerschaftswochen müsste man sich dort schon anmelden. Die betreuen die Frauen in der Schwangerschaft, kommen mit ihnen zur Geburt und kommen dann auch bei ihnen zu Hause für das Wochenbett vorbei. Und dann haben wir noch die Hebammengeburt. Das ist für die Frauen, wo die Schwangerschaft ganz komplikationslos verläuft und die Geburt physiologisch, also auch ohne Komplikationen,
verläuft. Die können sich wünschen, dass sie ausschließlich von einer Hebamme betreut werden, auch bis das Kind da ist, also wirklich im kleinen, intimen Rahmen. Das muss man sich ein paar Wochen vor der Geburt, wenn man das wünscht, kann man sich da anmelden, zu uns in die Klinik kommen für ein Gespräch, das man auch überprüfen kann, sind alle Voraussetzungen gegeben. Es ist aber auch jederzeit möglich, wenn Sie nicht mehr in diesem Modell sein möchten, wenn Sie unter der Geburt merken, ich möchte einen Arzt dabei haben oder die Hebamme das Gefühl hat, es braucht jetzt einen Arzt, dass man dieses Modell einfach ganz spontan verlassen kann. Das ist kein starres Konstrukt, sondern Nein. Das ist einfach so. Wenn man jetzt gar nichts sagt, dann hat man einfach die normale Arzthebammengeburt, sehe ich das richtig? Ja, ganz genau. Okay. Was sind denn die Voraussetzungen, Marc, für eine Hebammengeburt? Wann ist das möglich? Also es muss sicher alles physiologisch sein. Also es dürfen keine Krankheiten im Raum stehen oder keine zu erwartenden Komplikationen. Also alles, was, ich sage jetzt mal, heikel ist. Oder? Weil die Geburt ist ja etwas sehr Physiologisches. Und, die also physiologisch heißt gesund oder richtig. Normal verlaufen. Ja, so. Genau. Gehört zur Natur. Oder? Und im Prinzip braucht es eigentlich keinen Arzt oder, für die Vielzahl von den Geburten. Aber leider ist es halt in ganz wenigen Fällen, oder plötzlich kippt das Ganze und dann hat man nicht so viel Zeit. Oder, und da muss man reagieren können, die Geburt, die normale Geburt vielleicht abbrechen und dann umschwenken, sagen wir jetzt auf einen Kaiserschnitt oder auf eine andere unterstützende Maßnahmen wie zum Beispiel eine Vakuumgeburt, also eine Saugglockengeburt. Und das Primäre, denke ich, ist schon unser, von den Hebammen und von den Ärzten, ist, wir müssen einfach der Frau und ihrem Kind absolute Sicherheit gewährleisten zu können. Mhm. Ob wir das können oder nicht, das ist nachher auch, liegt ein bisschen in der Sache der Natur. Aber wir müssen mit allen Komplikationen, die eintreten könnten, was wir natürlich nicht hoffen, müssen wir parat sein, reagieren zu können. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass, sagen wir jetzt für die Hebammengeburt, oder dass wir da wirklich wissen, okay, es ist alles, läuft alles normal, die ganze Schwangerschaft war unauffällig. Und dann haben wir eine große Chance, dass es überhaupt kein ärztliches Tun dort braucht. Wenn wir dann nicht ganz so sicher sind, dann lohnt es sich, einfach ein Backup zu haben. Und es ist so, bei der Arzt-Hebammengeburt ist nicht so, dass der Arzt dann völlig übernimmt, sondern die Hebamme ist auch dort primärer Ansprechpartner und im kleinen, intimen Rahmen. Und der Vorteil dort ist, dass die Ärztin oder der Arzt schon das Paar kennt, schon ein bisschen sensibilisiert ist und das hilft ungemein, dass wenn dann irgendetwas, wenn es ärztliche Hilfe braucht und man kennt das Paar schon, bin ich sehr dankbar, wenn ich das Paar schon vorher mal gesehen habe und weiß, um was das wirklich geht. Mhm. Was sind denn, wenn Arzt und Hebammen zusammenarbeiten, was sind die Kompetenzen von der jeweiligen Berufsgruppe? Wer übernimmt welche Aufgaben? Wer trifft welche Entscheidungen? Wie muss man sich das vorstellen? Darf ich antworten? Ja, ja. Bitte. Ja, also es ist ein Team, oder? Wir sind, wir ergänzen uns erstaunlich gut, will ich sagen. Also ich bin jetzt schon lange dabei. Ja. Und für mich ist es immer wieder ein Faszinosum, wie gut das arbeitet. Oder? Weil wir haben natürlich, wenn wir lange im Beruf sind und zusammenarbeiten, kennen wir uns natürlich auch sehr, sehr gut. Und wir wissen genau, okay, ja, jetzt bewegt sich in diesem Rahmen. Und es ist so, wenn ich jetzt mit dir zusammenarbeite, weiß ich genau, was du denkst und du weißt, was ich denke und das hilft einfach sehr. Das heißt, je nach Team kennt man auch die Stärken vom anderen und kann die Geburt, sage ich auch, besser leiten? Ja, ich denke, es ist ja, eine Geburt ist ein, ich sage jetzt wieder, wie ein Spaziergang, oder? Und also im übertragenen Sinn. Ich wollte gerade, ja. Da dürfen wir nicht falsche Erwartungen wecken. Nein. Ein Marathon vielleicht eher, nein, aber mit guten Abschnitten. Wir, genau, und im Zentrum steht die Gebärende. Oder? Und unsere Aufgabe ist es, die Gebärende zu unterstützen. Und auf diesem Spaziergang, wenn wir dann ein bisschen zu nahe beim Abgrund sind, sagt mir dann die Hebamme, vielleicht sollten wir ein bisschen da oder umgekehrt. Und deshalb ist es für mich wahnsinnig bereichernd, in diesem Team zusammenzuarbeiten, um die Gebärende optimal zu unterstützen.
Letztendlich sagt man ja viel, dass die Entscheidungen letztendlich immer die Frau fällt. Also die Frau ist einverstanden, die Frau weiß, was sie möchte, wie es laufen sollte. Kann man in dieser Situation noch rationale Entscheidungen fällen, als Gebärende, als Frau? Es ist sicher eine außerordentliche Situation, in der sich die Frau befindet, wenn sie unter der Geburt ist. Uns geht es immer darum, das Wohl von Frau und Kind wie zu stärken und zu bewahren. Und dann ist es wirklich so, wenn man irgendwie sieht, es hat Komplikationen, werden wir das Paar ganz gut aufklären, was für uns die nächsten Schritte wären, was die Möglichkeiten sind und die Frau dann wie entscheiden kann, ob sie diesen Weg geht. Sie hat auch, deswegen ist es auch sehr wichtig, dass sie eine Begleitperson hat, jemand, den sie gut kennt, der Mann oder eine andere Begleitperson, wo auch die Wünsche der Frauen auch vertreten kann. Das, glaube ich, ist ganz ein wichtiger Punkt, oder? Dass die Gebärende schlussendlich, sie hat die Entscheidungskompetenz und sie darf entscheiden. Und unsere Aufgabe ist es mehr unterstützend, oder dass man sie auch informiert, was wir in dieser Situation, was für Optionen das es gibt, was wir als vielleicht gut empfinden, sodass sie wählen kann. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich das A und das O das Vertrauen. Oder das Vertrauen, was uns die Gebärende schenkt, oder? Dass sie dann auch sagen kann, okay, ihr habt jetzt vielleicht schon 4000 Geburten erlebt und wenn ihr sagt, dass man müsste in dieser Situation ein bisschen so machen, dass sie das abgeben kann auch. Das ist manchmal nicht ganz einfach, weil oft hat man selber natürlich Vorstellungen, wie etwas sein sollte oder man kommt mit einem Geburtsplan und manchmal, das ist halt die Natur, dann weicht es ein bisschen ab, oder? Und dann muss man die Stärke haben, sagen, okay, ich gebe das ab an euch, sagt ihr, was in dieser Situation, was ihr machen würdet. Und oft funktioniert das dann sehr, sehr gut. Filia, du hast ja auch schon Kinder und du hast diese Kinder auch in der Frauenklinik bei uns zur Welt gebracht mit diesem Beleghebammenmodell, das du vorhin vorgestellt hast, dass man eben eine Hebamme hat, die einem durch die Schwangerschaft, bei der Geburt und auch danach begleitet. Wie war das, plötzlich selbst in dieser Situation zu sein, die du jahrelang geübt, mitbegleitet hast? Ja, es ist auch ganz eine spezielle Situation, wenn man das als Hebamme erfahren kann. Aber in diesem Moment ist man dann wirklich nicht mehr Hebamme. Man ist dann einfach eine gebärende Frau und kann meistens auch den Kopf gut abschalten und man denkt nicht mehr an die Herztöne oder an den nächsten Schritt. Und das ist wie für mich, war das super mit meiner Beleghebamme. Ich habe ihr ganz voll vertraut und ich wusste, sie weiß, was die nächsten Schritte sind und sie begleitet mich dadurch, durch die Geburt und hat mich ganz gut unterstützt. Ja, eben meistens oder oft läuft es so, wie man sich das vorstellt oder vielleicht wie man es sich vor allem wünscht. Wenn es nicht so kommt, wenn es Komplikationen gibt, wann muss man in den natürlichen Verlauf eingreifen und welche Möglichkeiten gibt es da? Oder wer entscheidet das? Primär ist ja die Hebamme bei der Frau. Wann zieht ihr einen Arzt oder eine Ärztin bei? Also wir haben ja auf der Geburtsstation immer Ärzte, die anwesend sind. Das macht es für uns sehr einfach, dass man schnell miteinander kommuniziert und informiert, wo steht die Frau in der Geburt, wie geht es vorwärts. Und wir sind sicher, wir kommunizieren viel miteinander, also wir informieren vielleicht mehr als weniger, wenn man das Gefühl hat, es geht nicht mehr vorwärts. Zum Beispiel, wenn eine Frau die Geburt lange geht und langsam voranschreitet, dann ist es sicher ein Grund, dass man mal die Ärzte informiert und sagt, es geht langsam vorwärts oder die Wehen abnehmen, dass man da unterstützt, damit die Wehen wieder regelmäßiger werden. Oder zum Beispiel, wenn das Kind Stressanzeichen hat unter der Geburt, dann ist es sicher Zeit, dass man auch die Ärzte involviert. Marc, du hast vorhin die Vakuumgeburt angesprochen. Kannst du kurz erklären, was das ist und wie oft das noch zur Anwendung kommt? Ja, genau, also die, um eigentlich bei dir anzuschließen, wir überwachen ja immer beides. Also wir haben die Mutter und ihr Kind oder die werdende Mutter und ihr zu gebärenden Kind, also das zu gebärende Kind.
Und das ist eine Einheit. Oder? Und dann oft ist es so, dass uns das Kind ein bisschen vorgibt. Wie gesagt, wenn es ein bisschen Stress hat, wir machen ja diese Herztonkurven und schauen, wie das Herzchen vom Kind reagiert. Und das ist wie bei uns, wenn wir gestresst sind, wenn wir am Rennen sind, geht der Puls hoch. Oder wenn es dann ja, ganz schlimm ist und das Herz nicht mehr nachkommt, dann kann es auch sein, dass es ein bisschen tiefer wird. Und das überwachen wir ständig. Bei der Mutter ist es mehr ein bisschen die Erschöpfung, dass sie dann vielleicht müde wird und dann ein bisschen Unterstützung braucht. Und die meisten Geburten, eben, um nicht ständig von Komplikationen zu reden, wie gesagt, die meisten Geburten verlaufen ja völlig normal. Und das ist auch gut so. Aber es gibt dann Geburten, die zögern sich. Und wir fragen uns dann immer, okay, rein aus unserem Gefühl oder von unserer Erfahrung, wie lange geht es noch, bis das Kind auf der Welt ist? Und dann ist die zweite Frage, leidet das Kind darunter oder leidet die Mutter darunter? Und wenn das der Fall wäre, dann kann man versuchen, das ein bisschen abzukürzen. Eine Variante ist diese sogenannte Vakuumgeburt, also das ist eine Saugglocke. Und ich glaube, wir haben ein Bild hier. Mhm. Darf ich schon schauen? Kann ich Ihnen schnell zeigen. Genau hier auf diesem Bild sieht man das Kind, oder, im Geburtskanal. Und dann wird am Köpfchen so eine Saugglocke angemacht. Sie sehen jetzt unten rechts, das sind so Metallglocken. Und links haben wir sogenanntes Kiwi-Vakuum. Das ist eine Handpumpe und da können wir ein Vakuum machen. Und können, das ist wie ein Saugnapf, oder, und das hält dann am kindlichen Kopf. Und jedes Mal, wenn die Mutter presst, oder so eine Pressphase ist und das Kind ein bisschen runterkommt, können wir mit dieser Vakuumglocke das Kind in Position halten. Oft ist es so, dass sie bei jedem Pressen wieder runter und dann geht es wieder hoch und wieder runter. Und mit dieser Saugglocke halten wir das Kind in Position, sodass bei jeder Pressphase das Kind ein bisschen tiefer kommt und am Schluss geboren wird. Also es ist nicht so, dass wir das Kind herausreißen, sondern wir halten in Position und die ganze Arbeit macht schon die Mutter, aber das Kind rutscht nicht immer wieder hoch und sie beginnt wieder von Neuem. Mhm. Genau. Das ist das Vakuum, oder? Und dann ist immer für uns ein bisschen die Frage, okay, wie lange geht es, bis das Kind auf die Welt kommt und schaffen wir es vaginal, also unten raus, oder wenn wir sehen, das Kind ist zu gestresst oder das Köpfchen zum Beispiel ist zu groß und kommt nicht durch das Becken, dann müssen wir umschwenken auf einen Kaiserschnitt. Mhm. Zu diesem Kaiserschnitt haben wir doch einige Fragen bekommen, die mir geschickt wurden. Beispielsweise, wie nahe am Termin kann denn ein geplanter Kaiserschnitt terminiert werden, wenn es der Mutter und dem Kind gut geht? Was ist hier üblich oder welche Voraussetzungen gibt es hierfür? Ja. Also es gibt verschiedene Arten von Kaiserschnitt. Es gibt eben die sogenannte terminierten Kaiserschnitt, der geplante Kaiserschnitt. Das kann verschiedene Gründe haben, zum Beispiel wenn das Kind verkehrt rum ist, also mit dem Futi nach unten und Kopf oben. Und wir terminieren es da oder wir sagen dann, am idealsten ist es mit 39 Schwangerschaftswochen, weil wir einfach wissen, da sind die Kinder reif genug, oder? Und wir erwarten dann nicht irgendwie Probleme mit der Atmung, mit der Lunge oder so, dass sie nachher noch zu den Kinderärzten müssen, die kleinen Kinder. Natürlich, wenn die Frau vorher Wehen bekommt, dann ruft sie uns an, kommt zu uns und dann machen wir halt den Kaiserschnitt zu diesem Zeitpunkt. Ja. Eine weitere Frage ist, kann man auch bei einem Kaiserschnitt die Nabelschnur auspulsieren lassen? Vielleicht müsst ihr kurz erklären, was hiermit überhaupt gemeint ist, falls das jemand nicht weiß. Die Nabelschnur auspulsieren lassen, das heißt einfach, wenn das Kind auf die Welt kommt, jetzt bei einer vaginalen Geburt zum Beispiel, ist das Kind noch mit der Nabelschnur zwischen dem Bauchnabel und dem Mutterkuchen, der noch in der Mutter, in der Gebärmutter drin ist, verbunden und dort fließt noch das Blut. Meistens, wenn das Kind da ist, nach einigen Minuten, werden wir diese Nabelschnur trennen oder der Partner, der Mann, wenn er das möchte, kann er das durchschneiden. Und das Auspulsieren bedeutet, dass man wie wartet, bis kein Blutfluss in dieser Nabelschnur mehr zu tasten ist. Das kann einige Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde gehen, je nachdem. Genau. Ist das bei einem Kaiserschnitt auch möglich? 10 Minuten, 15 Minuten, das ist für uns im
für den Kaiserschnitt ist das zu lang. Oder? Das ist trotzdem eine relativ große Operation. Wir gehen verschiedene Schichten durch und das kann dann bluten. Und deshalb möchten wir diese Zeit eigentlich vermeiden, also nicht zu lange warten. Das heißt aber, dass wir schon versuchen, dass wir das Kind noch genügend Blut bekommt. Das kann sein, dass wir das Kind ein bisschen tiefer halten als der Bauch von der Mutter noch und das Nabelschnurblut zirkuliert dann noch zum Kind oder man kann es auch fein ein bisschen ausstreichen. Das machen wir, aber wir lassen es nicht auspulsieren. Mhm. Ja. Eine weitere Frage war, sofern es dem Baby nach einem Kaiserschnitt gut geht, kann man die Routineuntersuchungen, Größe, Gewicht etc. auch erst im polyvalenten Zimmer erledigen, also wenn man wieder zurück auf der Station im Bett ist, oder wird das sofort erledigt? Nein, also bei einem Kaiserschnitt ist es meistens so, wenn es dem Baby gut geht, dann zeigen wir es kurz dem Paar. Danach wird es für 1-2 Minuten durch den Kinderarzt oder die Kinderärztin, die anwesend ist, untersucht und dann kommt es wieder zur Mutter. Es ist so, wir machen dann nicht die Größe und die Länge des Gewichts im Operationssaal. Das wartet immer, bis wir wieder draußen sind. Das Kind darf, wenn alles gut ist, auch zur Mama, bei der Mama bleiben. Das ist uns ganz wichtig, dass auch diese Bindung stattfinden kann und das Kind wirklich Körperkontakt haben kann zur Mutter. Das heißt, es wird nur das Allernötigste gemacht und dann kommt das Kind zur Mutter. Ganz genau. Betreffend Kaiserschnitt war auch noch eine Frage, ob nach einem Kaiserschnitt, also wenn das erste Kind per Kaiserschnitt geboren wurde, ob beim zweiten Kind eine Einleitung möglich ist oder ob es dann per se einen Kaiserschnitt gibt. Ja, das ist durchaus möglich. Also früher hatten wir mal gesagt, aber das war sehr, sehr viel früher, einmal Kaiserschnitt, immer Kaiserschnitt, aber das ist nicht mehr so. Also das ist, wenn sie einen Kaiserschnitt gehabt hat und dann aber trotzdem versuchen möchte, vaginal zu gebären, dann ist das durchaus möglich. Mhm. Je nachdem, weshalb der erste Kaiserschnitt gemacht wurde, wenn das zum Beispiel ein Geburtsstillstand war, weil das Kind nicht durch das Becken kam, dann ist die Chance natürlich wieder ein bisschen höher, dass es auch das zweite Mal auf einen Kaiserschnitt ausläuft. Mhm. Aber es muss überhaupt nicht sein. Ja. Eine weitere kurze Frage. Bei der Kaiserschnittoperation werden selbst auflösende Fäden verwendet für die Naht. Ja, also da muss man nichts mehr machen. Auch die Haut, genau. Es kann sein, dass wir die Haut so nähen, dass wir dann ganz am Rand so ein bisschen ein Stückchen raus, mit dem Knoten raus, dass der rausragt. Und den kann man dann 7 Tage nach der Geburt und nach dem Kaiserschnitt, kann das die Hebamme dann an Ivo mit einem Schälchen kappen. Okay. Und eine letzte Frage noch in diesem Zusammenhang. Kann man im Ultraschall sehen, wenn die Nabelschnur um den Hals des Kindes gewickelt ist? Und falls ja, ist dann eine normale Geburt noch möglich? Ja, ich habe gehofft, dass du das nicht fragst. Also mittlerweile, das ist ein bisschen das Blöde. Also wir sehen natürlich mit dem Ultraschall manchmal fast zu viel, oder? Und das sehen wir, oder? Dass die Nabelschnur dann mal um den Hals ist. Und eigentlich wollen wir das gar nicht wissen, weil etwa 20% der Kinder kommen mit der Nabelschnur um den Hals auf die Welt. Und wenn wir das der Schwangeren sagen, oh, ihr Kind hat eine Nabelschnur um den Hals, dann erschrecken die alle. Dabei passiert überhaupt nichts. Kann aber sein, natürlich, dass unter den Wehen, dass das sich bemerkbar macht und dass das Kind dann ein bisschen gestresst ist. Aber wie gesagt, meistens ist das überhaupt kein Problem. Deshalb würde ich gar nicht zu aktiv suchen. Ich hoffe, mein Chef hört jetzt nicht zu, aber genau, müssen Sie keine Angst haben. Okay, gut. Dann haben wir noch das Thema Fenstersektio kurz. Das ist ein Angebot, das wir in der Frauenklinik speziell haben. Kannst du kurz erklären, worum es hierbei geht? Ja, genau. Und da haben wir auch wieder ein Bild mitgebracht. Sie sehen hier so ein Bild. Und zwar geht es eigentlich darum, was du gesagt hast. Also wir unterstützen sehr das Bonding. Also das ist uns ganz wichtig, dass das Kind so schnell wie möglich bei der Mutter oder auch beim Vater ist. Der ist ja meistens bei einem Kaiserschnitt dann auch dabei oder eine Bezugsperson. Und wenn es dem Kind sehr gut geht, dann kann es direkt sofort auf die Brust der Mutter, dass es die Mutter spürt und gegenseitig, dass sie diese Kontaktaufnahme so schnell wie möglich passiert. Jetzt ein weiterer Schritt ist die sogenannte Fenstersektion. Sie sehen hier auf diesem Bild, das ist, also wir operieren meistens mit einem kleinen Vorhang
dass die Frau und der Partner nicht zuschauen müssen, wie wir operieren. Da sind wir auch froh, dass, dann operieren wir auch ein bisschen ruhiger. Aber wenn das Kind dann geboren wird, können wir diesen Vorhang ein bisschen senken, so dass eigentlich das Paar sieht, wie das Kind aus dem Bauch geboren wird. Und das ist ja, ein schönes Erlebnis. Und wir versuchen auch mit dem, dass wir möglichst, dass das Paar möglichst nahe bei der Geburt und bei ihrem Kind dabei sind, schon von den ersten Sekunden an. Und dann, wie gesagt, wenn es dem Kind gut geht, kommt sofort auf die Brust der Mutter oder wird zuerst durch den Kinderarzt versorgt. Und wenn es ihm dann gut geht, dann kommt es zu den Eltern. Also könnte ich jetzt sagen, ah, ich möchte keine Schmerzen, ich möchte eigentlich direkt diese Fenstersektion, dann kann ich es sehen und so, wie ich mir das wünsche. Ja, ja, also wenn wir einen Kaiserschnitt machen, oder, dann haben wir das Angebot. Nur wenn der Kaiserschnitt notwendig ist. Ja, natürlich, genau. Aber auf der anderen Seite, nein, es gibt natürlich auch Frauen, die, die wollen, die möchten einfach einen Kaiserschnitt. Das kann verschiedene Gründe haben, aber zum Beispiel gibt es auch Frauen oder Schwangere, die Angst haben vor der Geburt, und das respektieren wir. Und wenn uns klar, wir sprechen dann, die Hebammen und wir von ärztlicher Seite, wir sprechen natürlich mit dem Paar, versuchen diese Ängste auszuräumen, dass es trotzdem möglich wird, spontan zu gebären. Aber wenn die Schwangere, wenn die sagt, für sie kommt einfach nur ein Kaiserschnitt in Frage, dann bieten wir das an, natürlich, ja. Das ist auch absolut legitim, oder? Das ist, nicht alle wollen und können spontan gebären. Wir haben noch eine weitere Frage reinbekommen, betreffend auch den Kaiserschnitt. Wer unterstützt mich beim ersten Stillen direkt nach dem Kaiserschnitt? Das ist die Hebamme im Gebärsaal. Nach dem Kaiserschnitt wird die Mutter zurück in den Gebärsaal kommen für ein paar Stunden, bevor sie auf die Mutter-Kind-Station geht. Und in diesen ersten Stunden wird die Hebamme unterstützen mit dem Stillen, wird das Kind anschauen, eben das Gewicht einmal messen, wenn das Paar parat ist, und helfen mit den Schmerzen und so die ersten Infos abgeben. Entschuldigung, wie ist denn der Ablauf nach dem Kaiserschnitt? Also man kommt dann zurück in das polyvalente Zimmer, das ist immer noch auf der Geburtsstation. Wann kommt man dann hoch in das Zimmer auf der Mutter-Kind-Station? Das ist meistens einige Stunden nach dem Kaiserschnitt. Wenn alles gut verläuft, dann sind es vielleicht so 4 Stunden nach dem Kaiserschnitt, kann man dann auf die Wochenbettstation. Marc, sag noch kurz, wir hatten das ja eben, dass wir die maximale Sicherheit auch bieten möchten. Was heißt das denn konkret? Also welche Fachpersonen sind in der Frauenklinik da für die Frau, wenn es nötig ist? Also wir haben natürlich rund um die Uhr haben wir ein Hebammen- und ein Ärzteteam, also das bestehend aus einer Assistenzärztin oder Assistenzarzt, zusammen mit einer Oberärztin oder Oberarzt, und die sind permanent, also 24 Stunden während dem ganzen Jahr sind die vor Ort. Das ist so das Kernteam. Und und auch die Hebammen, oder, die haben 3 Schichten und seid auch immer 3 oder 4 Hebammen seid hier vor Ort. Oder? Und das ist so das Kernteam. Und dann haben wir aber noch natürlich die Spezialisten, und das ist natürlich schon ein Vorteil jetzt bei einer Universitätsklinik. Wir haben die Anästhesisten, die sind auch rund um die Uhr nur für uns da. Also das heißt, die werden nicht abgezogen oder sind, sondern die sind in der Frauenklinik vor Ort und innerhalb von 1 Minute am Patientenbett, wenn es die wirklich braucht. Und haben dann auch Obstpersonal. Also das heißt, wenn wir jetzt angenommen einen Kaiserschnitt machen müssten, haben wir all diese Spezialisten vor Ort. Wir müssen die nicht extra ins Haus holen. Und das heißt, wir können innerhalb von 10 Minuten, sage ich jetzt mal, ein Kind auf die Welt holen. Also, wenn es wirklich schnell gehen muss. Wenn es so schnell gehen muss. In einer Notfallsituation. Genau. Das ist zum Glück ganz, ganz selten. Aber wir sind natürlich froh, dass, wenn wir diese Situation haben, das machen können. Und das gibt uns natürlich auch wieder Sicherheit. Oder? Und dann können wir auch ein bisschen mutiger, sage ich jetzt mal, in eine Geburt hineingehen, wenn wir wissen, alle sind parat und wenn es wirklich etwas braucht, die Leute sind da. Dann ganz wichtig natürlich die Kinderärzte, die sind auch rund um die Uhr nur für uns da. Also das heißt, jedes Kind, das geboren wird, ist sofort
eine Assistenzärztin oder Assistenzarzt und eine Oberärztin oder Oberarzt von der Neonatologie, also von der Kinderarzt, auf Platz. Mhm. Und diese Wege sind sehr, sehr, sehr eng. Von dem her, das ist auch ein Vorteil. Stichwort Nabelschnurblutspende, ein kurzer Exkurs, kurz, ich bin im Verzug in der Zeit, aber es sind trotzdem viele spannende Fragen eingegangen. Ich möchte auf alle eingehen, nicht, dass jemand eine Frage geschickt hat und dann wird sie nicht beantwortet, das wäre nicht gut. Sie können weiterhin Fragen stellen, auch wenn wir im Verzug sind. Wir machen so lange, bis definitiv alle Fragen beantwortet sind. Schicken Sie sie uns, geburt@insel.ch. Genau. Nabelschnurblutspende. Worum geht es hier? Ja, genau. Das ist etwas sehr Interessantes. Und zwar ist ein großer Teil des Blutes bleibt dann in der Plazenta nach der Geburt. Das wird abgenabelt, das Kind dem ist wohlauf. Und dann haben wir aber trotzdem noch ein, vielleicht ich sage jetzt mal 20% vom Blut, das ist in der Plazenta, in der Nabelschnur. Und in diesem Blut gibt es sogenannte Vorläuferzellen. Und diese Vorläuferzellen, die kann man so behandeln, dass sie sich entwickeln in Zellen, die dann später für, sagen wir, irgendeine seltene Krankheit oder gebraucht werden kann. Das heißt, also man kann natürlich dieses Blut dann asservieren, also auf die Seite bringen, dann diese Zellen raus filtrieren. Wie macht man das? Ich glaube, wir haben auch ein Bild, wo man sieht, wie man das konkret macht, richtig, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Genau, aber ich wollte es eigentlich nicht zeigen. Also für die, die Blut nicht so sehen können, müssen sie ganz kurz wegschauen. Wir haben es auch mit einem Herzchen ein bisschen abgedeckt. Das ist die Nabelschnur, was Sie jetzt sehen, oder? Und dort, die wird einfach mit einer Nadel wie eine umgekehrte Blutentnahme, oder nein, es ist eigentlich eine Blutentnahme, gehen wir mit der Nadel rein und holen das Blut raus. Und Sie sehen da diesen Beutel. Und wenn wir genügend Blut haben, können wir diese speziellen Zellen rausnehmen und die einfrieren. Und dann, falls ein Kind oder eine erwachsene Person dann genau diese Zellen braucht, können wir sie einsetzen. Das heißt aber, zu diesem Zeitpunkt spürt das Kind nichts mehr von dieser Blutentnahme und die Frau auch nicht. Das Kind ist bereits abgenabelt und im Idealfall schon auf der Brust von der Mutter. Mhm. Und das können wir machen, entweder bei einer Spontangeburt, also bei einer normalen Geburt, oder auch bei einem Kaiserschnitt. Und dann gibt es zwei oder drei mittlerweile Konzepte. Es gibt die sogenannte private Nabelblutspende. Das heißt, Sie können für Ihr eigenes Kind das auf die Seite legen. Das ist relativ teuer, 3.500 bis 4.500. Und dass Sie natürlich dann selber bezahlen müssten. Und dann gibt es die öffentliche Spende. Das wird alles bezahlt, weil das wird der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und dann gibt es noch so ein Hybridverfahren, so eine Kombination. Das heißt, Sie können das für sich selber, also für Ihr Kind, können Sie das auf die Seite legen. Und wenn Sie es dann nicht brauchen, können Sie es wieder frei zur Verfügung stellen. Das kostet 2.500 Franken etwa. Und das finde ich noch etwas Sinnvolles. Die rein private, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das wirklich selber brauchen für Ihr Kind, ist sehr, sehr klein. Aber so ein Hybridverfahren oder die öffentliche, ich denke, da profitiert die ganze Gesellschaft und eben vielleicht natürlich Ihr Kind auch. Also das macht Sinn. Wenn ich jetzt das möchte oder zumindest wenn mich das interessiert als Schwangere, wo muss ich dann das melden und wann muss ich das schon sehr früh anmelden oder wie ist da der Ablauf? Ja, wir brauchen ein bisschen einen Vorlauf. Wir haben auch Informationen auf unserer Webseite. Aber wenn Sie natürlich daran interessiert sind, dann melden Sie sich doch so früh wie möglich bei uns, wieder auf der Poliklinik, so dass man das wirklich gut aufgleisen kann. Weil wenn Sie dann plötzlich eintreten mit Wehen und dann ist es zu spät. Wir brauchen schon Vorabklärungen, müssen schauen, dass wirklich keine Infektionen vorliegen und so weiter, dass wir das anbieten können. Gut, so viel zum Thema Nabelschnurblutspende. Wir kommen noch zu einem letzten Themenblock für rund um die Geburt, das Thema Schmerzen. Um das kommt man meistens nicht ganz rum, auch bei den Fragen nicht. Filia, welche Methoden gibt es bei uns zur Linderung von den Schmerzen? Mhm. Das ist ja ein ganz großes Thema unter der Geburt und es ist auch sehr individuell, das Schmerzempfinden. Wir haben alternative Methoden,
wie zum Beispiel die Bewegung, das kann gut helfen, oder eben die Wanne mit dem warmen Wasser, wo hilft mit den Wehen. Wir haben verschiedene Hebammen, die ausgebildet sind mit Homöopathie oder Akupunktur. Wir haben Aromatherapie, die wir einsetzen können in Form von Duft- oder Massageölen. Das ist wie alles in diesen alternativen Methoden. Dann haben wir noch die konventionellen Methoden, also schulmedizinische Medikamente, die wir geben können für die Schmerzen. Und als letztes haben wir noch die Möglichkeit von einer PDA. Wie hast du selbst denn das erlebt? Konntest du dir das vorstellen, diese Schmerzen, ungefähr im Vorhinein? Oder ist das schwierig, das sich so vorzustellen? Ich hatte immer das Gefühl, ja, ich weiß dann schon, worum das es geht. Ich habe viele Frauen betreut und ich hatte das Gefühl, ja, ich kann mir das gut vorstellen, aber nein, ich konnte mir das nicht gut vorstellen. Es ist wirklich, man kann es sich nicht vorstellen, wie es dann ist, weil es so eine außergewöhnliche Situation ist. Ja. Aber du hast sie gut gemeistert. Ja, es ist eine schöne Erinnerung, das ist ganz wichtig, ja. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, überlassen wir die Bühne der Anästhesistin, der Spezialistin, wenn es darum geht, die Schmerzen zu entfernen. Und Muriel hat eine Präsentation vorbereitet. Ich werde ihr im Nachhinein auch noch einige Fragen stellen. Aber zuerst übergebe ich dir, Muriel. Guten Abend von meiner Seite. Also ich werde heute über die Peridural sprechen und wichtig ist es im Inselspital, dass eine Anästhesist 24 Stunden im Haus ist. Wenn es um eine Peridural, wenn es um eine Kaiserschnitt und eine Notfallsituation, dann sind wir immer einfach dabei in der Frauenklinik. Gut. Wichtig zum Wissen, Sie hören manchmal, dass eine Frau eine Peridural gehabt hat, eine andere eine Epidural oder eine dritte eine PDA. Das ist mal drei Ausdrücke für genau das Gleiche. Kurz werden wir, also eine Peridural, das ist ein Stich im Rücken, in dem wir einen kleinen Katheter einlegen, damit Sie weniger Schmerzen für die Geburt haben. Es ist wichtig, dass Sie noch spüren, dass die Wehen da sind. Also es handelt um eine Schmerztherapie, aber Sie werden immer noch Kraft haben zum Pressen, wenn es so weit ist. Wenn die Peridural sehr gut funktioniert, kann man die auch brauchen für einen Kaiserschnitt. Also wir wechseln nur den Medikament. Sehr wichtig ist, dass für eine Epidural, dann bekommt nur die Mutter ein Medikament im Rücken und das Kind bekommt kein Medikament. Also das ist völlig egal für das Kind, ob die Mutter eine Peridural hat oder nicht. Wir heißen das als Goldstandard, das heißt nur, dass wenn andere Schmerzmethoden erschöpft sind, dann können wir immer eine Peridural machen. Und zwei Sachen: Wenn Sie eine Peridural haben, haben Sie nicht mehr Risiko, zu einem Kaiserschnitt zu kommen. Das Geburt geht einfach so weiter. Und Sie haben auch nicht mehr Risiko für eine instrumentale Geburt und so weiter. Wir machen einen Stich im Rücken und wir stechen genau unter der Rückenmark. Das heißt, Sie können nicht querschnittgelähmt werden, weil dort, wo wir stechen, gibt es keine Rückenmark. Und wie ich gesagt habe, die Medikamente gehen nur im Rücken. Und es gibt natürlich Vorteile und Nachteile mit einer Epidural. Der Vorteil ist, dass Sie weniger Schmerz haben, das heißt weniger Stress haben. Sie haben jetzt gerade Zeit zum Erholen und wieder Kraft einbauen, wenn es einfach so geht zum Geburt. Mit unserem Medikament können Sie auch spazieren, weil unsere Medikamente sind mehr auf die Schmerz betont, auf die Gefühle betont, aber nicht auf die Kraft. Das heißt, dass wir noch spazieren können mit einer Epidural und verschiedene Bewegungen in der Geburt haben. Es gibt natürlich auch Risiko, wenn wir eine Epidural machen. Bei jedem Stich hat man ein Blutungsrisiko, aber dann werden wir mit Ihnen immer alles aufklären und schauen, ob es möglich ist oder nicht. Es gibt auch ein Infektionsrisiko, aber mit guter Desinfektion passiert es auch sehr selten. Es gibt natürlich das
es kann sein, dass die Epidural mehr wirkt auf eine Seite als auf die andere, weil wenn wir stechen die Epidural, sehen wir nicht unter der Haut, dass der Katheter schön in der Mitte ist, sonst werden wir das immer machen natürlich, aber es kann sein, dass die Epidural mehr auf eine Seite wirkt als auf die andere. Und dann kann man verschiedene Bewegungen machen, dass es für die Frau gut ist für den Geburt. Voilà. Infektion ist auch sehr, sehr selten zum regionalen Anästhesie. Und neurologische Schäden, wie ich gesagt habe, wie stechen unter den Rückenmark, das heißt, dass sie nicht querschnittgelähmt sein werden und können, aber es gibt trotzdem die Nerven, wo da sind, und manchmal hat eine Nerve viele Medikamente bekommen und dann spüren sie, haben sie weniger Gefühl auf den kleinen Zehen zum Beispiel, und es kann einen Tag dauern und es kommt nachher wieder alles zurück, weil wir, wie ich gesagt habe, unter den Rückenmark sind. Wie macht man eigentlich eine Epidural? Wir brauchen ein paar Sachen. Wir brauchen Blutdruckmanschette. Wir wollen euren Kreislauf wissen, wie es funktioniert. Wir brauchen auch eine Infusion, damit wir Medikament geben könnten, wenn es braucht. Und wir brauchen unsere Materiell. In Bern sticht man am meisten sitzen bei der Patienten. So hat man mehr Chance, dass der Katheter schön in der Mitte geht. Und dann werden wir desinfizieren eure Rücken, sie spüren, dass es kalt ist. Dann machen wir eine lokale Betäubung, also den Stich würden sie ganz fein spüren. Und dann brennt es ein bisschen, das ist die Hautanästhesie. Und dann werden sie nur den Druck spüren im Rücken, wenn wir einfach drücken, damit wir die richtige Position finden. Dann werden wir eine kleine Katheter einlegen und dann kann man komische Gefühle im Rücken spüren, so wie am Meisen, so wie ein bisschen Strom, und dann kleben wir das alles. Die Pumpe funktioniert selbst, das heißt, wir programmieren die Pumpen und sie müssen nichts machen. Was sie aber machen können, wenn sie noch mehr Medikament brauchen, sie können auf den Knopf drücken und dann bekommen sie noch mehr Medikament, wenn es braucht. Das war eigentlich für die Peridural. Jetzt, wenn wir aber keine Peridural machen können aufgrund von einer Operation im Rücken, sie haben Metallsachen im Rücken oder sie haben Blutverdünnermedikamente, die inkompatibel sind mit einem Stich im Rücken, oder sie haben irgendeine Infektion im Rücken, wo wir nicht stechen dürfen, dann könnte man eine PCA Remifentanil machen. Das heißt, sie bekommen ganz starke Medikament, opioide Medikament durch die Venen. Das heißt aber, wenn sie Medikament durch die Venen bekommen, dann bekommt das Baby auch das Medikament, spürt auch, dass sie das Baby wird auch ein bisschen mehr schlafen, ein bisschen mehr weniger Bewegungen, und er spürt eigentlich alles, was sie im Blut bekommen. Die Frau muss deswegen eine größere Überwachung haben, das heißt, sie muss Sauerstoff haben, da muss man schön schauen, dass die Frau gut atmet, und sie muss auch selber auf den Knopf drücken, damit sie das Medikament bekommt. Für uns ist immer die Neonatologe zum Geburt muss da sein, damit wir keine Probleme haben. Es ist eine intensive Überwachung, und die macht man nur bei den Frauen, die keine Peridural haben können. Das war kurz. Ich hoffe, ich habe ein bisschen den Blick auf den Peridural und Schmerztherapie, der die Anästhesist machen kann, einfach haben. Ich weiß nicht, ob es Fragen gibt. Ja, es gibt noch einige Fragen. Ich würde auch Filia und Marc bitten, auch nochmals nach vorne zu kommen. Vielleicht müssen wir da noch einen zusätzlichen Stuhl haben. Eine Frage, die jetzt gerade noch frisch hineingekommen ist und uns geschickt worden ist, ist: Was sind denn die Schritte bei einem Notfall-Kaiserschnitt? Also vor allem bei einer Frau, die noch keine PDA gelegt hat. Wenn dann ein Notfall-Kaiserschnitt möglich ist, wird dieser dann in Vollnarkose gemacht? Also, ich antworte, ist gut? Bitte, ja. Wir haben immer eine Zusammenarbeit mit dem Geburtshelfer natürlich, und wenn er sagt, ich muss dringend einen Blitzkaiserschnitt machen, dann ist es keine Diskussion, da wird eine Vollnarkose gemacht.
Wenn ich aber Zeit habe, dann werde ich immer eine Regionalanästhesie machen, weil das ist besser für die Frau, das ist besser für das Kind und das ist besser auch für die Baumdick nachher. Das heißt, wenn sie keine Epidural hat, dann kann man nur einen Stich machen im Rücken. Und wenn ich das Bild hier noch zeige, Sie sehen zwei Nadeln, eine tiefe, eine weniger tiefe. Die Tiefe, das ist die Spinalanästhesie. Und das ist nur ein Stich im Rücken, einmal Medikament geben und dann kommt eine richtige Anästhesie. Das heißt, Sie können die Beine nicht bewegen, die Anästhesie kommt bis auf die Mama und dann kann man die Operation so machen, damit die Frau nicht spürt und dann das Baby auch keine Probleme hat. Wie viel Zeit brauchst du denn für sowas, wenn du sagst, ich brauche Zeit? Ist das eine Stunde oder eine halbe Stunde oder wie schnell ist man da? Wenn die Frau da ist zum Stechen, ist es zwei, drei Minuten. Es ist kurz und dann wird die Anästhesie in 10 bis 12, 15 Minuten. Also wenn ich das 20 Minuten habe, dann kann ich das in eine Regionalanästhesie machen. Wenn ich das nicht habe und man muss sehr schnell sein, dann muss ich eine Vollnarkose machen. Mhm. Aber wenn die Frau eine Peridural hat und diese gut funktioniert, dann kann man nur Medikament wechseln und die Peridural, wie sagen, aufspritzen, das heißt ein anderes Medikament geben, damit wir die Operation so machen können und sie braucht nicht ein neues Stich im Rücken. Mhm. Marc und Filia, wie erlebt ihr die Zusammenarbeit mit der Anästhesie? Ja, also es ist auch da wieder, wir sind ein eingespieltes Team und wir wissen genau, also es ist ja so, das Kind diktiert uns oder sagt uns ein bisschen, wie schnell das Ganze gehen muss. Und je nachdem, wie wir es einschätzen, wenn wir sehen, okay, das Kind hat ein bisschen Stress ist sogar gut, möchte ich in diesem Rahmen sagen, weil wir brauchen ein bisschen Stress, um geboren zu werden, damit wir gut adaptieren. Aber wenn das Kind jetzt zu großen Stress hat, eben, dann muss es schnell gehen. Und für uns jetzt eben so eine Notfall-Kaiserschnitt-Situation, zum Glück ganz selten. Aber wenn ich sage Notfall-Kaiserschnitt, dann wissen alle genau, was sie zu tun haben. Und da geht es Hand in Hand und wir sind so eingespielt, dass wir es schaffen, aus dem Gebärzimmer, sagen wir, in 7 Minuten oder maximal 16 Minuten, dass das Kind auf der Welt ist. Also das heißt, die Fachpersonen wissen alle ganz genau, was die nächsten Schritte sind. Ja. Für die Frau ist das wahrscheinlich eine ziemlich hektische Sache, weil sie hat ja keine Ahnung in den meisten Fällen, oder was dann passiert. Mhm. Auch da ist es ganz wichtig, dass sie gut informiert ist und da übernimmt natürlich die Hebamme eine entscheidende Rolle, die dann die Schritte erklärt, um ihr natürlich auch dann diesen Kontrollverlust, vor dem haben wir alle Angst, oder? Um dem entgegenzuwirken, dass sie sich aufgehoben fühlt und weiß, okay, sie hat Vertrauen und es kommt alles gut. Ja, das kann ich wirklich bestätigen, also auch wenn es sehr hektisch ist und die Zeit, wenn man ja eine begrenzte Zeit hat, dann ist es wirklich so, dass wir sind immer mehrere Hebammen auf dem Dienst und wenn es so ein Notfall ist, dann kommt auch eine zweite Hebamme oder mehr zur Unterstützung, dass man da auch wirklich die Frau noch informieren kann, was genau passiert und was man jetzt alles ganz schnell machen muss. Ist die Anästhesie auch für euch teilweise ein bisschen eine Rettung? Weil ich stelle mir das noch hart vor, wenn man mit einem Menschen zusammenarbeitet, der wahnsinnige Schmerzen hat und ich kann unterstützen, aber ich kann es ja nicht wirklich lindern. Ja, und das aus eigener Erfahrung. Also ich habe, also nicht ich, sondern meine Frau hat vor einem halben Jahr geboren und zwar auch in der Frauenklinik, weil für mich halt immer noch der beste Ort zu gebären, weil ich auch das Team kenne. Und sie ist ja auch Geburtshelferin, genau, macht genau dasselbe wie ich. Und wir haben gesagt, ja, wir machen alles eben auch mit Plan und so und ohne PDA und ging nicht. Also sie hat dann auch eine PDA gekriegt. Weil du warst froh darum. Und ganz ehrlich gesagt schon ein bisschen, ne? Weil und das ist das Ekelhafte. Als Mann ist man so ausgeliefert, man ist daneben, oder? Man möchte helfen, kann nicht helfen. Und man kann sich ja nicht reinempfinden, wie jetzt das gerade tut, oder? Und sie war auch der Überzeugung, nein, keine PDA möchte sie. Aber wir waren dann sehr froh, dass die Anästhesie vor Ort war und dann das wirklich ausgezeichnet gemacht hat. In diesem Zusammenhang möchte ich eine Lanze brechen für die Anästhesie. Also sie hatte dann so eine sogenannte Walking PDA. Sie hatte eine PDA und konnte aber die Beine bewegen und konnte noch umherlaufen.
Und das war fantastisch. Also für die Schmerzen waren weg, aber sie konnte sich trotzdem bewegen und das Kind hat dann den Weg gefunden. Filia, bei dir, auch du eben hast ja schon Kinder. Mhm. Mirja, du hast auch schon Kinder. Ich weiß nicht, wie viele PDAs hast du schon gelegt in deiner Karriere? Viele, viele. Ja, ganz viel. Also es ist schwierig zu sagen, wie viel. Ich glaube, wir machen ungefähr 300-400 pro Jahr, mal 12 Jahre. Also es ist ganz, ganz viel. Da kommt einiges an Zahlen zusammen. Wie hast du denn deine Geburt betreffend den Schmerzen erlebt? Also nicht deine Geburt, sondern die Geburt deiner Kinder natürlich. Ich habe es auch gemeint, ich kann es ohne, ich versuche es ohne. Und dann war ich im Bad und dann waren die Wehen zu stark. Und dann habe ich nachher für meine zwei Kinder eine PDA gekriegt. Wie lange dauert es denn, bis die Anästhesie kommt? Wenn ich merke, ich kann nicht mehr und ich spreche das mit der Hebamme ab und die Hebamme ruft dann die Anästhesie, so nehme ich an, funktioniert das denn? Wie lange geht es denn jetzt bei uns, bis die Anästhesie da ist? Also als Qualitätsindikator ist weniger als 30 Minuten. Wir sind jetzt gerade am Messen, genau, mit dem Computer, mit dem Informationsdossier. Und am meisten hat man die PDA in 12 bis 15 Minuten. Natürlich in der Nacht, wenn wir schon in meinem Kaiserschnitt sind, dann können wir nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Ich kann aber eine Kollegin rufen von Betterhaus, wo kommt für eine PDA, oder ich kann selber schauen, wenn es ruhiger ist, wenn das Kind im Sektorsaal schon geboren ist, dann kann ich schnell draußen und schnell die Peridural machen. Aber meistens ist es ziemlich schnell. Ja, also von meiner Seite, ich erlebe es ja ständig und es ist eigentlich oft so, dass wenn die Frau das verlangt, dass ihr sofort auf Platz seid. Ihr seid ja eigentlich door to door. Mhm. Ihr seid ja wirklich im Nebenraum. Filia, wie war das, nachdem du Mutter geworden bist? Bist du jetzt, gehst du anders mit den Schwangeren um oder hat das irgendetwas verändert für die Arbeit für dich? Also von der Betreuung her glaube ich nicht. Es ist nach wie vor, betreut man gleich. Aber für das Empfinden ist es sicher, man kann wie nachempfinden, wie es dann tut, auch wenn das Schmerzempfinden sehr individuell ist. Aber man kann es ein bisschen besser nachvollziehen, wie die Schmerzen unter der Geburt sind. Und das hilft vielleicht ein bisschen, ja. Manche Frauen wünschen sich ja eine sanfte Geburt. Gibt es das? Ich würde jetzt sagen, ja, das gibt es durchaus, sanfte Geburten. Also man darf nicht nur von heftigen Schmerzen sprechen. Der Körper, der hat auch eigene Ressourcen, also Endorphine, Hormone, die ausgelöst werden. Das ganz Wichtige unter der Geburt ist, dass man auch immer Pausen hat nach einer Wehe und in dieser Pause entspannen kann. Und die Entspannung, das lindert wie den Schmerz. Wenn man angespannt ist, weiß man, dass das Schmerzempfinden, dass es schwieriger wird, mit den Schmerzen umzugehen. Also es gibt durchaus Frauen, die auch ohne PDA gebären und die ein gutes Geburtserlebnis haben und wo die Geburt auch ganz ruhig stattfinden kann. Ja, und ich glaube, man kann schon betonen, dass wir, das ist eines unserer großen Ziele. Also primär natürlich die Sicherheit, aber das Zweite für mich ganz zentral ist, das Geburtserlebnis ist etwas Wahnsinniges. Oder? Das ist eine Zäsur. Man ist zu zweit, oder vielleicht gibt es schon ein Kind und dann kommt plötzlich nochmals ein kleiner Mensch in diese Gemeinschaft. Und dieser Moment ist so einschneidend und ich denke, es ist auch an uns, möglichst diesen Moment so schön wie möglich für das Paar zu machen, für die ganze Familie. Und das machen unsere Hebammen natürlich vorbildlich, oder? Wir haben verschiedene eben, ja, mit dem Wasser oder mit dem Licht oder wie er spielt und ja, Aromatherapie und so. Es ist schon, je ruhiger und je schöner das ist, desto gelassener ist natürlich die Gebärende, desto einfacher geht es. Auch die Schmerzen werden besser vertragen. Und ganz wichtig auch dann für das Bonding, oder? Für den Partner, für die Frau und dann aber auch die Erinnerung zurück, die eigentlich in der Vielzahl als sehr, sehr schön empfunden wird. Gut, vielen Dank. Eine Nachfrage gibt es noch zu dem Auspulsieren der Nabelschnur, das hatten wir ja vorhin. Jemand möchte noch wissen, was denn die Vor- und Nachteile sind, wenn man diese Nabelschnur auspulsieren lässt. Also die Überlegung ist schon eigentlich das Blut, das in der
Gebärmutter, also in der Plazenta, im Mutterkuchen ist, dass das eigentlich dem Kind gehört und dass das möglichst alles zum Kind soll. Und von dieser Warte aus macht das absolut Sinn, ja, dass man da ein bisschen vom Blut dann wieder dem Kind zurückgibt. Ob es jetzt wirklich voll auspulsiert werden muss oder ob das Kind dann nicht fast zu viel Blut dann wieder kommt, da kann drüber gestritten werden. Ein bisschen Blut dem Kind zu geben, das ist sicher sinnvoll, denke ich. Und wenn man auspulsieren lassen möchte, außer dass es ein bisschen mehr Zeit braucht, denke ich, gibt es keine großen Nachteile. Gut, vielen Dank. Dann würde ich sagen, wechseln wir zum letzten Themenblock, der Mutter-Kind-Station. Einfach alles, was nach der Geburt passiert. Das ist ja nicht fertig, es beginnt ja dann erst. Genau, Marc, du kannst hier, wir können sonst die grünen Stühle ja, wieder nehmen. Dann das genau, dass wir, sind wir ein bisschen näher beisammen. Genau. Ja. Willkommen, Laila. Ich habe lange gebraucht, es tut mir leid. Wir haben aber viele gute Fragen und es ist wichtig, diese zu beantworten. Ja. Laila, es gibt ja zwei Stationen, die bei uns direkt nebeneinander sind, die auch teilweise vom selben Personal auch betreut werden. Kannst du kurz sagen, was diese Stationen sind und wie das da etwa aussieht? Also einerseits ist es unsere Mutter-Kind-Abteilung, ehemals Wochenbett, wo die Wöchnerinnen hinkommen nach der Geburt mit Kind. Ja, genau. Und dann auf der anderen Seite ist die Pränatalabteilung, wo Risikoschwangere, die medizinisch noch mehr Unterstützung benötigen, hospitalisiert sind. Betreffend der Zimmer, gibt es nur zwei Bettzimmer, gibt es Einzelzimmer, gibt es mehr Bettzimmer? Wie sieht es bei uns aus? Wir haben auf der Mutter-Kind-Abteilung und auch auf der Pränatalabteilung jeweils zwei Bettzimmer und ein Bettzimmer. Also wir haben keine größeren Mehrbettzimmer zur Verfügung. Gut, dann haben wir eine Frage schon erledigt. Genau, wie viele Zimmer gibt es? Jawohl. Was sind so die zentralen Themen auf der Mutter-Kind-Station? Wie viele Tage verbringt man da und was sind so die Learnings, was lernt man da, wie erholt man sich, wie entwickelt sich auch die Mutter, das Kind, die Familie, was passiert da so? Also das wichtigste Thema ist natürlich, sich kennenzulernen, das eigene Kind kennenzulernen. Man lernt, wie man wickelt, wie man stillt, wie ziehe ich mein Kind an, das sind so die primären Themen. Von der Aufenthaltsdauer sind es nach einer Spontangeburt in der Regel 2 bis 3 Tage. Nach der Geburt, also der Geburtstag zählt als Tag 0. Mhm. Sonst dann, wäre man schnell wieder draußen, genau, bei einer zweitägigen Geburt, das gibt es ja. Genau, ja. Also es gibt Frauen, die gehen gerne schnell wieder nach Hause. Und dann gibt es Frauen, die brauchen ein bisschen mehr Zeit. Denen geben wir auch Zeit, wenn sie es wirklich benötigen, medizinisch hergesehen. Und nach einem Kaiserschnitt sind die Aufenthaltsdauer ist ungefähr 4 bis 5 Tage. Mhm. Genau. Marc, bei gesunden Müttern und gesunden Kindern, was ist da der Part von der Ärzteschaft? Eigentlich, meinst du unter der Geburt? Oder nein, jetzt auf der Woche, auf der Mutter-Kind-Station. Ja, im Prinzip eigentlich nichts Großes. Also wir schauen zu, erfreuen uns dann an diesem Bild. Und der Hauptpart übernimmt dann schon, wie gesagt, die Hebamme oder die Pflegefachfrau, die dann das Bonding fördert und beim Stillen unterstützen kann und vor allem auch dem jungen Elternpaar Sicherheit gibt, dass sie mit dem Kind dann zu Hause sich wohlfühlen und nicht überfordert sind, sage ich jetzt mal. Vor allem beim ersten Kind, meistens, wenn sie schon ein Kind haben, dann sind das Profis, oder? Und dann laufen die eigentlich fast selber. Und von ärztlicher Seite ist einfach wichtig, dass man so ein bisschen den Überblick behält oder dass wir zum Beispiel sehen, wenn jetzt der Blutverlust sehr groß war, dass man dort unterstützend vielleicht ein bisschen Eisen geben kann oder dann bei Bluthochdruck, dass wir Kontrollen machen, mehr in diesem Sinne. Aber das Ganze ist eigentlich mehr ein zur Seite stehen, damit sich das junge Paar, die junge Familie möglichst wohlfühlt und Sicherheit gewinnt. Sollen wir schnell in die Zimmer reinschauen? Das ist ja auch etwas, was viele interessiert, wie es bei uns aussieht. Das hier ist ein klassisches Zweibettzimmer. In jedem Zimmer hat es ein Badezimmer, also es muss niemand auf den Gang gehen, außer der Besucher, der
empfehlen wir, aufs Besucherwetter zu gehen, aus hygienischen Gründen, aber ansonsten haben wir wirklich ein Badezimmer mit Dusche im Zimmer drin. Genau. Dann haben wir noch ein Einzelzimmer, von denen haben wir auf der Mutter-Kind-Abteilung 2 zur Verfügung für die halbprivat- und privatversicherten Patienten. Auch da ist ein Badezimmer im Zimmer zur Verfügung. Dann so sieht ein Badezimmer aus. Also es ist alles vorhanden. Wir haben auch Handtücher, Duschgel, Haarföhn, Kamm, Zahnbürste, Hausschuhe. Wenn alles vergessen geht in der Eile, haben wir alles da. Genau. Ja. So ist das im Privatzimmer. Da hat es auch eine Kaffeemaschine. Wir haben aber auch auf der Abteilung eine Kaffeemaschine. Und ein Patientenaufenthaltsraum, wo sich die Patienten und ihr Ehemann auch aufhalten dürfen. Man darf sich frei bewegen bei uns. Genau. Das Frühstücksbuffet war ja immer der große Renner bei uns. Also wir sind ja fast bekannt für das tolle Buffet. Genau. Wie sieht das aus jetzt? Leider im Moment nicht, aber unser Hotellerie-Service-Team bedient die Patienten im Zimmer. Man darf sich alles bestellen, man darf aber auch Essen von zu Hause mitbringen, wenn das Essen von uns nicht mundet. Ja. Das ist alles erlaubt. Aber genau. Das nur während Covid jetzt? Dieser Pandemie. Ja. Sobald es wieder vorbei ist. Dann gibt es wieder ein Frühstücksbuffet. Genau. Sehr schön. Ja, auf unseren Gängen eben, man darf sich frei bewegen, man darf sich treffen, wenn man jemanden aus einem anderen Zimmer schon kennt oder Bekanntschaft gemacht hat oder mal die Beine vertreten möchte. Es ist niemand angebunden, würde ich sagen. Genau. Und die Besuchszeiten vielleicht noch, das interessiert mich. Weil das ändert jetzt immer wieder und ich selber schaue manchmal nicht mehr ganz durch, was jetzt gerade gilt. Wie ist der Stand jetzt genau? Der Stand aktuell auf der Mutter-Kind-Abteilung ist eigentlich, dass pro Tag, pro Patient ein Besucher erlaubt ist. Die Zeitdauer, wir sagen immer so zwischen 10 und 10, also der Partner, wenn er jetzt kommt, morgen früh ist es auch schön, wenn die Frau sich noch waschen kann und dann wir unsere Sachen noch machen können, wo wir machen müssen, wie Blutentnahmen und so, und dann kann man die Familie sein lassen. Und es ist immer schön, wenn sie ein bisschen später kommen und dann dürfen sie bleiben den ganzen Tag. Ja. Geschwisterkinder dürfen auch kommen, die sind herzlich willkommen. Habe ich mich nicht getraut zum Fragen, aber das ist schön, gut. Und sonst hat es überall auch Tafeln und Plakate, wo die Besuchszeiten aufgeschrieben sind. Betreffend was mitnehmen, haben wir noch eine spezifische Frage erhalten. Müssen Wochenbettbinden und Stilleinlagen ins Spital mitgebracht werden oder sind diese vorhanden? Wir haben alles vorrätig da. Es muss nichts mitgebracht werden, außer man hat irgendwelche Allergien. Dann empfiehlt es sich wirklich, die eigenen Produkte mitzunehmen, damit man sicher geht, dass man keine allergische Reaktion macht. Was würdest du, bist ja auch schon relativ erfahren jetzt bei uns in der Klinik, was würdest du sagen, was ist aus deiner Erfahrung die größte Herausforderung für eine frisch gebackene Mama? Ich würde sagen, der Rhythmus des Kindes aufzunehmen, weil das ist schon ganz anders, als wenn man noch keine Kinder hat, also gerade am Abend, wenn das Kind nicht einschläft und man ist aber wirklich müde und damit umzugehen. Es ist eine neue Herausforderung, denke ich. Wie sieht es aus? Baby Blues, Stichwort, also auch die ganze Umstellung, wie man psychisch damit umgeht. Was haben wir hier für Angebote? Wie begleiten wir hier die Frauen? Also wir informieren kurz bei einem Eintrittsgespräch am Tag nach der Geburt, kurz, was das bedeutet, und dann schauen wir einfach von Tag zu Tag, wie geht es. Weil das Wochenbett ist eine hormonelle Achterbahnfahrt und wir sind alle geschult darauf, wir können wirklich Unterstützung bieten. Wichtig ist einfach, dass man die Gefühle zulässt und nicht unterdrückt. Dass man sich auch meldet bei euch und sagt, ich brauche Unterstützung oder ich habe Gesprächsbedarf, es geht mir nicht gut. Ja, genau.
Stillen ist ja auch ein zentrales Thema. Wird das Stillen unterschätzt? Ist das viel schwieriger, als man denkt? Ja, Stillen ist halt sehr ein eigenes Thema und ich finde ein Tabuthema immer noch. Also das heißt, im Vorfeld wird einem nicht gerade gesagt, ah, es könnte das oder das passieren. Bei mir ging es immer gut. Der Satz ist so ein bisschen Standard. Und dann ist man oft enttäuscht, wenn es nicht so geht, wie es im Schulbuch steht oder wie es bei einer Freundin geht. Man sollte einfach offen sein für alles. Also manchmal geht es tipptopp und super und manchmal braucht es ein bisschen mehr und ein bisschen mehr Flexibilität. Und, ja. Was sind denn hier die Angebote oder wie können wir hier die Frauen unterstützen? Wir haben natürlich unsere Stillberatung, die wir zu Hilfe hinzuziehen können, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Wir sind alle bis zu einem gewissen Grad auch ausgebildet, aber wenn es spezifische Fragen gibt, ist die Stillberatung da. Wir haben ganz viele Möglichkeiten auch anzubieten, wenn das Stillen nicht gerade so funktioniert. Wir können an der Brust zufüttern, wir können ausmassieren und es manchmal so versuchen in den ersten paar Stunden. Also es gibt viele Möglichkeiten. Genau. Was ist für dich so, du warst jetzt erst Phage bei uns in der Klinik, genau. Hast dich dann weitergebildet und kamst dann wieder zurück auf die Mutter-Kind-Station. Warum, was sind für dich die schönen Momente? Ja, der Start des Lebens, das ist das Faszinierende. Einfach, dass ja, man ist die Bezugsperson in den ersten paar Stunden, Tage und dann ist es auch mal schön, wenn ja eine Frau zurückkommt, nach ein paar Jahren mit dem zweiten und dritten Kind und man erkennt sich und weiß, ah, das sind die Anfänge und einfach das Leben, das ist das Faszinierende für mich. Gut. Ja, was haben wir noch für Themen? Covid-Regeln hatten wir schon thematisiert. Zimmer noch mal kurz, hier haben wir noch eine spezifische Frage betreffend Einzelzimmer. Also wann bekommt man ein Einzelzimmer und kann man auch ein Einzelzimmer reservieren? Reservieren kann man es nicht, leider. Ein Einzelzimmer oder sogenanntes Upgrade können wir anbieten, wenn wir Kapazität auf der Abteilung haben. Am besten ist es, wenn Sie zur Geburt kommen. Nach der Geburt können Sie dann nachfragen. Gibt es die Möglichkeit eines Upgrades? Kostet für Allgemeinversicherte 300 Franken pro Tag, für Halbprivate 100 Franken pro Tag. Und dann können wir auf der Abteilung schauen, ist die Abteilung voll oder hat es freie Plätze und dann können wir das anbieten. Mhm. Manchmal ist es so, dass es heute noch nicht geht, aber vielleicht morgen, dann gibt es die Möglichkeit, dass man morgen nochmal nachfragt. Von Tag zu Tag auch schauen. Mhm. Ja. Betreffend Kapazität und es ist möglich oder nicht möglich, habe ich hier auch noch eine Frage, die während der Veranstaltung reingekommen ist. Ich habe meinen Termin im Februar. Gibt es Engpässe oder eine volle Frauenklinik? Ist die Betreuung immer gewährleistet? Ja. Also nein. Ich denke, die Betreuung ist immer gewährleistet in jeglicher Situation. Ja, genau. Also ich habe es noch nie erlebt, dass wir an die Kapazitätsgrenze gekommen sind. Ich bin seit 22 Jahren jetzt hier. Es ist so, dass wir natürlich nicht wissen, wie es dann genau aussieht, wie viele Gebärzimmer das besetzt sind oder nicht. Aber das ist ja in der Sache der Natur. Das schwankt alles und dann gibt es wieder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber bis jetzt und wurde es immer, also die Sicherheit und die Betreuung, die steht, oder? Wir haben auch die Möglichkeit, wenn wir sehen, es gibt Engpässe oder wir kommen jetzt an ein Limit oder so, dass wir unser Personal aufstocken. Das mussten wir jetzt machen, zum Beispiel während der ersten Welle. Bei Covid haben wir umdisponiert und so. Die Möglichkeit haben wir auch, aber bis jetzt, wie gesagt, haben wir immer alles gut managen können, ja. Betreffend Personal, Marc, ist es bei uns ja ein bisschen speziell. Wir sind ein Ausbildungsspital. Kannst du noch sagen, im Verlauf der ganzen Betreuung, also unter der Geburt und auf der Wochenbettstation, was heißt das für die Frau? Mhm. Also wir sind ja eine Universitätsklinik und haben deshalb den Auftrag vom Kanton, also vom Bund, Lehre und Forschung zu machen.
Und das heißt, dass wir unsere Leute ausbilden müssen. Das ist einerseits die Pflegenden oder die Hebammen. Die haben auch studierende Hebammen dazu. Und wir haben natürlich auch Medizinstudentinnen und Studenten, angehende Ärzte. Und uns ist es natürlich sehr wichtig, dass wir diese Leute auch ausbilden können. Nur so können wir gewährleisten, dass wir dieses Niveau, das wir haben im medizinischen Bereich, dass wir das halten können, oder? Und weil eine Geburt ist so etwas Komplexes, wie gesagt, meistens absolut problemlos, aber man muss etwa vielleicht 400 Geburten gesehen haben, um überhaupt zu verstehen oder das Gefühl zu bekommen, oh, jetzt wird es gefährlich oder jetzt ist alles normal, können wir so laufen lassen. Das bedeutet natürlich, dass wenn wir solche angehende Ärztinnen und Ärzte haben, dann sind wir natürlich froh, wenn wir sie mitnehmen können für die Geburten. Aber die Frau kann natürlich, wird gefragt, oder ob das möglich wäre. Und wenn sie das ablehnt und so, dann ist das auch kein Problem. Aber wir sind natürlich dankbar, wenn sie mitkommen können. Bei den Hebammen ist es so, dass die studierenden Hebammen, die sind, das ist ihr tägliches Brot, oder? Und die sind bei der Geburt, sind die dabei. Und der Vorteil ist dort, dass die studierenden Hebammen, dass die nur eine Frau betreuen, also eine 1-zu-1-Betreuung, dass diese Frauen ständig umsorgt sind. Und das ist auch wieder eigentlich ein großer Vorteil für diese Frauen, denke ich. Viele Frauen erleben das ja auch so, dass sie in der Geburt wirklich in einem Tunnel quasi drin sind und sehr fokussiert auf sich selbst und in dieser Hingabe auch für die Geburt. Wenn jetzt das aber plötzlich nicht mehr so ist und man merkt, es gibt hier auch eine Frage dazu, wenn es mir plötzlich zu viel wird, wenn mir zu viele Personen im Raum sind, kann man dann auch spontan sagen, jetzt, ich möchte nicht mehr, dass diese Personen alle hier sind? Ja, natürlich, natürlich. Das ist im Wunsch oder der Frau. Und es ist auch ganz wichtig, dass sie die Kompetenz behält, dass sie entscheiden kann und dass sie eben diese Kontrolle noch hat. Und wenn sie das wünscht, dann ist es überhaupt kein Problem. Dann verlassen die Personen, die es nicht unmittelbar braucht, verlassen den Raum. Interessanterweise ist bei der Gebärenden, ist das eigentlich ein intimer Rahmen zwischen der Gebärenden und der Hebamme, oft, oder? Und oft wird dann gar nicht groß wahrgenommen, was außerhalb vielleicht von 5 Metern sonst noch passiert. Aber wie gesagt, wenn plötzlich jemand das Gefühl hat, oh, geht gar nicht und so, muss man das einfach sagen und dann arrangieren wir so gut als möglich. Das zweite Stichwort Forschung, Lehre und Forschung, das ist vorhin erwähnt. Ja. Wie sieht das aus betreffend Studien, beispielsweise Covid-Studien, gibt es das? Wo kann man sich hier informieren teilnehmen allenfalls? Also einerseits über unsere Webseite, die gibt Informationen und dann haben wir natürlich viele Studien am Laufen, aber das sind alle Studien, die müssen durch eine Ethikkommission, durch ein Protokoll, die werden genehmigt und für alle Studien, die wir machen, brauchen wir die Einwilligung der Frau. Und sie muss uns das auch zugestehen und das unterschreiben, dass wir das, ihre Daten oder sagen wir Gewebe brauchen dürfen. Und das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, dass wenn sie nicht gefragt werden für irgendeine Studie oder so, dann werden diese Daten auch nicht verwendet. Also nicht, dass man da Angst hat, oh, jetzt kommen wir da in diese Universitätsklinik und da passiert irgendwas und so. Das ist überhaupt nicht so. Also wenn sie nicht gefragt werden, nichts unterschrieben haben, dürfen wir gar nichts machen mit den Daten und mit den Geräten, was auch richtig ist. Ja. Gut, vielen Dank. Jetzt gibt es, Entschuldigung, ein bisschen ein Chrüsimüsi bei den Fragen, weil jetzt stelle ich all die Fragen noch, die Sie während der Veranstaltung gestellt haben. Eine beispielsweise, Laila, die geht noch an dich von der Mutter-Kind-Station. Bleibt das Baby bei mir nach der Geburt, auch in der Nacht, die ganze Zeit? Immer. Also außer die Frau ist an ihrem Limit und sie wünscht, ein paar Stunden schlafen zu können, ganz tief und fest, dann geben wir das Angebot, dass wir in dieser Zeit, wo sie schlafen kann, das Kind zu uns nehmen. Wir haben ein Kinderzimmer, wo wir wirklich nur wir vom Personal reinkommen. Wir können das Kind in eine Hängematte legen, wir können es zu uns nehmen und sie kann sich erholen. Aber sonst ist das Kind wirklich immer bei der Mutter. Also die Bilder von früher mit dem Schaufenster und den vielen Kindern, das ist gibt früher. Es nicht mehr. Gut. Dann haben wir eine Frage noch. Kann der Partner auch bei einer Geburt im Frühling noch dabei sein oder kann es sein, dass die Corona-Situation noch so viel schlimmer wird, dass der Partner auch im Geburtszimmer nicht mehr zugelassen ist?
Also gut, es kann theoretisch immer alles passieren, aber das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, dass das nicht eintritt. Oder dass wir machen alles, dass der Partner oder eine Bezugsperson, das kann irgendjemand sein, dass der bei der Gebärenden als bei der Frau ist. Weil es ist so wichtig, ein so wichtiger Moment, und es ist auch wichtig für die Gebärende, dass sie eine Vertrauensperson mit sich nehmen kann. Und das ist, das sehen wir auch so und das unterstützen wir. Und deshalb muss wirklich wahnsinnig viel passieren, dass das nicht mehr möglich wird. Aber ich sage, zu 99% Wahrscheinlichkeit wird immer eine Bezugsperson mit der Frau bei der Geburt dabei sein können. Eine weitere Frage ist noch zum Thema vaginales Seeding bei einem Kaiserschnitt. Ist das dort möglich? Vielleicht musst du auch nochmals kurz erklären, worum es hierbei geht. Ja, das Seeding. Die Überlegung war oder ist, dass das Kind mit den Keimen von der Mutter, sagen wir den Darmkeimen, kolonialisiert wird. Also dass es die gleiche Keime aufnimmt. Und dass das hilft bezüglich der Immunabwehr, also der Abwehrkräfte des Kindes. Bei der Spontangeburt ist es eigentlich üblicher oder ist es normal, dass das Kind zwischen Urin und Stuhl geboren wird. Warum das so ist, aber das wird wahrscheinlich schon seinen Grund haben, dass das Kind profitiert und kann dann diese Keime aufnehmen. Beim Kaiserschnitt ist das nicht möglich, oder? Weil es wird über den Bauch dann entwickelt und es kommt eigentlich mit der Stuhlflora kommt es gar nicht in Kontakt. Und da war die Überlegung, dass man das Kind dann einschmieren kann mit ein bisschen Stuhl, damit es das übernimmt. Die Haltung eigentlich von der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, aber auch weltweit, wir unterstützen das eigentlich nicht, weil die Infektionsgefahr ist zu groß, dass das Kind sich dann nicht im Guten entwickelt, sondern dass es durch diese Keime dann kränker wird. Aber da ist das letzte Kapitel noch nicht gesprochen. Und wir haben selber eine Studie am Laufen. Und wer sich interessiert dafür, der kann sich melden, gerade direkt bei unserem Chefarzt, ist Professor Dr. Daniel Surbeck, oder über das Ambulatorium direkt mit ihm dann Kontakt aufnimmt, dass das interessiert wären, in dieser Richtung zu forschen, weil wer weiß, in 10 Jahren plötzlich sagen alle, oh ja, das ist das Nonplusultra. Wissen wir noch nicht. Im Moment raten wir ihr davon ab. Ja. Aber wenn jetzt eine Frau das ganz explizit möchte, dann muss man das im Einzelfall abklären. Ja, natürlich, nein. Auch dann, wenn sie das explizit will, oder? Und wir klären auf und sie weiß um das Infektionsrisiko und sagt, ja, okay, der Gewinn, der Benefit für das Kind ist hier größer als dieses Risiko, dann machen wir da mit, also dann unterstützen wir es auch. Wichtig für uns ist einfach, dass wir gut aufgeklärt haben, dass sie weiß, dass das Infektionsrisiko ein bisschen höher ist, aber wenn sie das unbedingt möchte, dann ist das ihr Wunsch und ihr Recht und dann machen wir mit und unterstützen sie natürlich. Gut. Für eine weitere Frage, Filia, kannst du nochmals kurz nach vorne kommen? Fabian, haben wir noch weitere Fragen, die jetzt noch eingegangen sind? Dankeschön. Und zwar betrifft die Geburt, das hatten wir nämlich tatsächlich vergessen, eine gute Frage, vielen Dank, die ambulante Geburt. Die Frage ist hier, wie ist der Ablauf bei der ambulanten Geburt? Ist der Austritt direkt aus dem Gebärsaal und wie viele Stunden nach der Geburt ist das ungefähr? Also eine ambulante Geburt ist ja, wenn man direkt nach Hause geht nach der Geburt, ohne auf die Mutter-Kind-Station zu gehen, ohne hier zu schlafen eigentlich. Das ist möglich, wenn es allen gut geht, Mutter und Kind wohlauf sind. Und es ist meistens so zwischen 4 und 6 Stunden nach der Geburt. Das Kind muss dann noch vom Kinderarzt oder der Kinderärztin angeschaut werden. Wir schauen das Kind an, ganz gleich eigentlich, wir wägen es. Wir helfen beim ersten Stillen und die Voraussetzung ist sicher, dass die Mutter dann auch eine ambulante Hebamme hat, die dann nach Hause geht und auch der Familie dann dort unterstützen kann. Eine weitere Frage ist noch eingegangen zu eben diesen Besuchszeiten. Das ist ein bisschen verwirrend, das ist so. Sind die Besuchszeiten wirklich nicht begrenzt auf 1 Stunde pro Tag? Da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen der Pränatalstation und der Mutter-Kind-Station oder auch dem Rest vom Inselspital, wo diese Regelung ja wirklich diese 1 Stunde ist. Ja, das
hat mit den Risikofaktoren oder Risikopatienten zu tun. Das ist unterschieden. Also wir haben wirklich die Regelung auf der Mutter-Kind-Abteilung, dass es ein Besucher pro Tag pro Patient ist. Der aber auch, der auch 4, 5, 6, 7 genau, Stunden, dass der Vater kann, bei seiner Familie sein kann. Genau. Gut. Ja. Eine Frage noch zu der Geburt. Ist immer eine Ärztin oder ein Arzt im Zimmer bei der Geburt? Und wenn nicht, wann wird denn jeweils der Gynäkologe oder ein Pädiater, also der Kinderarzt, hinzugezogen? Also eben bei einer Frau, die eine Hebammengeburt wünscht oder eine Beleghebamme hat und eine Hebammengeburt auch mit der Beleghebamme wünscht und es möglich ist, weil alles ganz physiologisch, ganz normal verläuft, dann ist kein Arzt oder eine Ärztin bei der Geburt anwesend. Und sonst bei dem klassischen Modell wäre ein Arzt anwesend, wenn das Baby auf die Welt kommt. Ein Kinderarzt ist eigentlich nur anwesend, wenn es gewisse Risikofaktoren hat, schon bekannt in der Schwangerschaft oder unter der Geburt. Oder wenn man direkt nach der Geburt sieht, dass das Kind Unterstützung braucht, dann sind die Kinderärzte ganz schnell vor Ort. Aber nur, wenn es sie benötigt und ja, nicht standardmäßig. Nicht standardmäßig. Aber es sind immer standardmäßig zwei Personen oder zwei Fachpersonen bei der Geburt da. Also bei einer Hebammengeburt ist die Hebamme auch nicht alleine. Ja, dann kommt eine zweite Hebamme zur Unterstützung. Und die zweite Hebamme, die kommt meistens auch bei einer Arzt-Hebammengeburt auch dazu. Da sind mindestens drei Personen dann im Raum. Gut, dann habe ich noch eine letzte Frage, die habe ich mir aufgespart, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie zu 100% ernst gemeint ist. Ich habe einen Geburtstermin, sie ist sogar explizit an Marc gestellt. Ich habe meinen Geburtstermin am 31.12. in der Frauenklinik. Ist es möglich, am 1. Januar ein Champagnerfrühstück zu haben? Ja, ja, unbedingt, oder? Unbedingt. Also das ist durchaus, unterstützen wir das, oder? Und einfach nicht zu viel, oder? Einfach nur ein bisschen und dann und nicht voll im Milcheinschuss. Also da sind wir ein bisschen zurückhaltend. Aber ich glaube, und das ist ein sehr schönes Schlussstatement, so sollte es sein. Also die Geburt und die ganze Schwangerschaft ist kein Spaziergang, sondern eine Wanderung. Und diese Wanderung sollte möglichst schön sein. Und das muss dann unbedingt gefeiert werden mit Champagner oder vielleicht ein bisschen Rimus darf es auch sein. Genau. Vielleicht hat die Stillberaterin mehr Freude am Rimus. Wahrscheinlich, ja, ja, genau. Gut, ja, dann bitte ich alle, auch dich, Muriel, nochmals kurz nach vorne für den allerletzten Schluss. Es sei denn, Fabian, ich glaube, jetzt sind wir wirklich durch mit den Fragen, oder? Sehr gut. Ja. Ich möchte aber noch einen ganz speziellen Dank noch aussprechen heute, weil, Marc, du bist heute hier und das schätzen wir wirklich sehr, denn Marcs Frau hat heute Geburtstag und wir haben ihn hier jetzt, ich habe sogar noch überzogen, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich weiß nicht, Marc, ob du noch kurz etwas sagen möchtest. Ja. Ja. Nein, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber im Radio darf man ja immer noch was wünschen und vielleicht meine Frau, eben, wir hatten eine Diskussion, ob ich überhaupt hierher gehen darf. Sie hat mich unterstützt gesagt, und schaut jetzt auch zu. Liebe Hanna, ich wünsche alles Liebe und Gute zum Geburtstag und herzlichen Dank, dass ich hier sein kann und weiter so. Ja. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Hanna, Happy Birthday to you. Nein, also herzlichen Dank allen, danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, werden die Mütter, werden die Väter, dass Sie bei uns gewesen sind, so lange noch ausgehalten haben. Und wir hoffen schon sehr, dass wir alle Fragen haben können, beantworten. Wir sind auch sehr, sehr froh für Feedbacks. Sie können uns die schicken auf geburt@insel.ch. Weil wir machen das jetzt bereits zum zweiten Mal. Aber sind natürlich sehr daran interessiert, was können wir noch verbessern, so dass wir Ihnen oder zukünftigen Schwangeren noch mehr bieten können. Wir freuen uns natürlich, wenn wir Sie sehen, wenn Sie zu uns kommen, gebären. Aber wenn auch das nicht der Fall sein sollte, dann wünschen wir Ihnen eine ganz schöne restliche Schwangerschaft und eine ganz, ganz schöne Geburt. Herzlichen Dank Ihnen allen.